Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu BioShock. Beim letzten Mal wurden wir noch zu guter Letzt nochmal von dem Big Daddy gekillt, den wir schon mal angegriffen hatten und eigentlich schon abgeschwächt hatten. Und ja, heute werden wir den noch beiseite räumen, denn ich will die Little Sister davon befreien. Quasi. Und lass mich raten. Warum muss ich eigentlich recht behalten, dass ich manchmal das Pech habe, dass die Little Sisters einfach, kann man sagen, die spawnen? Ich würde ja sagen, verschwinden, ne? Okay. Okay. Dann gucke ich mal, dass ich... Achtung! Ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollo Square umgesiedelt. Danke für den Besuch. Okay, eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich würde ich sagen, ja Moment, ich brauche auf jeden Fall noch ein Auto-Hack, mein, warte. Macht null Sinn, ich weiß, aber so kriege ich zwei Auto-Hacks raus, heißt ich habe den, ja es macht null Sinn, tut mir leid. Aber hey, ich kann Explosionsmuni machen. Davon noch ein paar und dann nochmal davon was. Oh. Kann gar nicht mehr tragen, so viel. Okay. Da habe ich halt mir was hingelegt. Verdammt! Ah, okay, ich wollte gerade ein Foto machen, das war halt dumm hoch 10. Wir machen mal weiter Fotos. So, ich habe keine Ahnung,
Was ich alles freigeschaltet habe, aber ich habe halt schnell weiger gedrückt, einfach aus dem Prinzip. Ich hab dich nicht! Ja, auf sich! Oh, ich krieg eine Krise, Leute. Ich krieg eine fette Krise, Leute. Okay. So viel zum Thema. Ich habe im nächsten Part instant den Down. So der Gedanke. Das wird dich nicht retten. Bleib weg, du Schreckschau. Oh, meine Güte. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich ja halt sterben lassen. Das ist mein Problem. Anders komme ich gerade nicht von A nach B. Leider. Ja, dann nochmal Schrotflinte, ne? Ja, komm. Einer muss hier für Ordnung. Kann man da aufhören, der Alarm? Gut, wie der auch immer zu mir kommen möchte, ist die einzige Frage, die ich gerade habe. Oh, okay, ja, der ist auf der Ebene, verstehe. Was ist das? Wer hat das gesagt? So, erstmal hier alles einsammeln und dann einmal retten. Nein! 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 Wir sollten alle
Das Pfeifen kommt nicht von mir, es tut mir leid. Huch! Okay. Okay, wir kriegen also noch eine Little Sister hier irgendwo im Level. Weil ich das halt nicht vorhin schon verhauen hätte. Oder es war jetzt erst die erste. Lag. Es tut mir leid. Ich krieg mal eben Schluck. Diese Tannenbaum ist nicht das, wofür du sie hältst. Eine barmherzige Samariterin oder wie? Pustekuchen, das merkst du noch früh genug. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber wenn man den Zweiten Weltkrieg und Rapture ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur Schutzengel haben. Was war das? 521 oder so? Oder war das? Ne, 752 war das, ne? Ah, da ist es schon wieder, wenn man halt nicht mehr sich das merkt. 352? Ne. Aber hinten war eine 0. 152? Oh, ich hab's mir nicht gemerkt, verdammt. Ich muss jetzt in die Aufnahme tatsächlich reingucken, weil man kann das hier nicht hacken und ich mach mal eben speichern. Es tut mir leid. Kurz überlegen. Doch, 351 war es, glaube ich. Oder 251. War es das, 251? Oh Gott, ich versuch's gleich mal. Ja, 2510, genau. Zumindest ist es ja ein Versuch wert, ne? 0 fährt Kuh in die Aufnahme rein. Und hoffe, dass es nicht zufälligerweise hier an der Stelle ist. Weil, wenn es jetzt wirklich das ist, dann muss ich hier nochmal hin, nämlich. Passiert! Weil ich bis jetzt auch immer noch nicht weiß, wie man diese eine Treppe ausfährt bei der einen Stelle. Das war ja da, wo die ganzen Lokale waren, sag ich mal so, ne? Die Bars und Spielclubs und sowas. Okay, jetzt könnte das ruhig mal mit den Speichern fertig sein. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das einfach nur manchmal schlimm, wenn man... Ah! Okay, was habe ich gesagt? 152? Nee. 251, ne? Nee. Ist das Portemonnaie etwas zu dünn? Surgical Saints bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung. Wer ist das? Du bist ein Ding! Ein Niemand! Ja! Ich weiß Bescheid!
Eigentlich steht fest, wenn ich mit dem Spiel durch bin, dann kann ich auch Horrorspiele spielen. Weil dann kann man nicht. Kann mich wenigstens nichts mehr so schnell erschrecken wie das hier. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Zhu Shong wird sich wohl daran halten. Na denn? Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Zhu Shong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Ja, dann kann ich das mal dagegen tauschen. Das mit den Safes ist ja eh so eine Sache, ne? Dann crafte ich lieber die Sachen, als ich... Ich habe es in meiner Hand gegen dich zu erheben. Aber Geschäft ist Geschäft. Lass dich davon nicht runterziehen. Das hilft auch keinem mehr, wenn der ganze Laden hier nur noch Futter für die Fische ist. Was ist dieses Scheißding? Verbandskästen sind wir voll. Ich weiß, ich soll eigentlich zurück. Ach komm, dann gehen wir auch zurück. Du glaubst, du kannst mich ausrechnen! Ich glaube, ich sollte mir angewöhnen, von der Waffe auf etwas anderes rüber zu wechseln, ne? Vielleicht auf die Rohrzange, wenn es in den Nahkampf eh geht. Achso, Okay, weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Oh, hier links. Sie wollen das, was uns gehört. Ah, und jetzt weiß ich... Oh, ich bin ja auch so dämlich. Jetzt war ich auch, wie ich an die eine Sache rangekommen wäre, in dem... Ja, wo die ganzen Spielotheken und so alles waren. Ich habe ja gewusst, dass das irgendwie zusammenhängt. Ne? Meine Fähigkeit. Als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Okay. Na komm, egal. Hauptsache, das Gerät ist gehackt. Warte, 5744? Geht gleich weiter.
nur mal eben was überprüfen. Ah! Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Okay, dann haben wir das immerhin schon mal. Hier ist so ein Zen-Garten, den will ich überprüfen, wenn ich dann die Hauptmission durch habe, würde ich sagen. Gerade mal. Irgendwo soll ich ja noch hin, also von daher, ich mach das mal eben schnell. Ah, ich verstehe. Leider ein Sekündchen zu spät, Kollege. Sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Ich bin 10-mal besser. Oh! Scheiße. Entschuldigung, da muss ich kurz niesen. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Ach, es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Für was hältst du mich? Für einen minderbemittelten Idioten? Wir haben den Stall der Gänsemutter doch aufrecht. Vielleicht ihre Erinnerung. Und glaub mir, die willst du gar nicht kennen.